Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu einer Sendung, die eine außergewöhnlich ungewöhnliche Sendung zu werden verspricht und in der wir gleich zu Beginn eine Frau sehr, sehr herzlich begrüßen, mit der wir über die Macht der Sprache sprechen wollen. Es gibt nicht viele, die so prägnante Sätze formulieren wie Sie, wenn es darum geht, Politik zu erklären. Ich zitiere nur mal einen. Donald Trump, hat sie hier mal gesagt, wird gewinnen, weil er redet wie ein Viertklässler und weil seine Anhänger Angst vor Bakterien haben. Um das herauszufinden, hat sie Tausende von Trump-Reden anhören müssen, also so eine Art Masochismus to go. Und sie warnt mit Blick auf die SPD, wer Wortmonster wie abschlagsfreie Rente mit 63 erfindet, muss sich nicht wundern, wenn es nicht läuft. Sie forscht dazu in Berkeley, an einer der besten Universitäten der Welt. Herzlich willkommen der Hamburgerin Elisabeth Wehling. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, und apropos Wortmonster, liebt dieser Mann angeblich auch zum Beispiel Wörter wie, Achtung, Schwachstromsignalübertragungsweg, wenn er mal wieder keine Lust hat, Klingel zu sagen. Vor allem aber ist er der Meister der wunderschönen Sprachbilder. Ich zitiere nur mal zwei davon. Da, wo die Neurosen wuchern, da will ich Landschaftsgärtner sein. Oder auch von ihm, Finger weg von meiner Paranoia, die war mir immer lieb und teuer. Er hat sehr lange auf seinen Erfolg als Musiker warten müssen mit Element of Crime und noch länger auf den als Schriftsteller. Dann aber gelang ihm Herr Lehmann, bis heute 1,7 Millionen Mal verkauft. Und jetzt ist er zum ersten Mal für den Deutschen Buchpreis nominiert. Herzlich willkommen, Sven Regener. Freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Ja, und dann drei, die sich alle drei gewissermaßen rein zufällig irgendwann mal über den Weg gelaufen sind und sich danach irgendwie nie wieder aus den Augen verloren haben. Und das liegt vor allen Dingen an diesem Mann hier, der neben mir sitzt mit seinem ganz außergewöhnlichen Talent, dass er in Filmen wie Ghostbusters oder vor allem in Täglich grüßt das Murmeltier oder Lost in Translation gezeigt hat, für die es viele Preise und sogar eine Oscar-Nominierung gegeben hat und die ihn eigentlich mehr aus Versehen zum Weltstar gemacht haben. Und der schöne Satz dazu von ihm lautet, wenn die Leute anfangen, dir den Hintern zu küssen, dann läufst du automatisch so merkwürdig vornüber gebeugt und das ist nicht gut für den Rücken. Und der mit Blick auf die US-Wahl gesagt hat, wir Amerikaner hatten einfach einen etwas späten Start, deshalb sind manche von uns leider nicht so weit entwickelt. Herzlich willkommen, Bill Murray. Freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Dann einer bei uns, der als einer der besten Musiker, genauer gesagt als einer der besten Cellisten auf der Welt gilt. Und der schöne Satz, den er als Kind vom Musiklehrer dazu hörte, lautet, der ist klein und pummelig, der ist genau richtig fürs Cello. Ein Mann mit einer faszinierenden Lebensgeschichte, geboren in Ost-Berlin, mit nur 20 Jahren schon erster Konzertmeister Violoncello bei der Staatskapelle in Dresden. Dann zieht er nach New York und startet eine internationale Karriere. Und als er im Flugzeug zufällig Bill Murray trifft, beginnt ein Projekt, das sie beide morgen in die Elbphilharmonie bringt. Herzlich willkommen, Jan Vogler. Freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Ganz großer Musiker. Und dann ein Mann bei uns, von dem man sagen muss, seine Begegnung mit Bill Murray verlief ein bisschen einseitig. Weshalb er sagt, ich erinnere mich sehr, sehr gut an unser Treffen vor 14 Jahren. Er mit Sicherheit nicht. Es war in einem Comedy-Club in New York, in dem junge Talente auftreten. Manche mit richtig Talent, manche mit nur latent Talent. Die Geschichte dazu ist ein bisschen verzwickt, führte aber am Ende dazu, dass der große Hollywood-Star schon weg war, als er endlich an der Reihe war und auftreten durfte. Seitdem hat er ihn so ein bisschen aus der Ferne bewundert und sagt über ihn, dieser Bill Murray ist ein Phänomen. Seine Mimik besteht eigentlich nur aus ein paar Mikromillimetern Veränderung. Herzlich willkommen also einem der ganz Großen der deutschen Stand-Up-Comedy, der am ersten Schultag auf die Frage nach seinem Traumberuf die schöne Antwort gab, Old Shatterhand oder Krankenschwester. Herzlich willkommen, Michael Mittermeier. Freue mich sehr. Schön, dass du da bist. Hello again. Michael, danke. Was war das für eine Geschichte? Woher kennt ihr euch? Du sagst, du kennst ihn, aber er kennt dich nicht. Nein, wir kennen uns nicht. Also es ist ganz schwierig jetzt auf Deutsch zu sagen. Es ist so
I would love to talk in English. Aber er kriegt's übersetzt. Erzähl's also, auf Deutsch, dann verstehe ich's auch. 2003 habe ich in New York meine ersten Auftritte auf Englisch gemacht. Als deutscher Comedian, seltsam, aber doch. Und ich habe diese ganzen Open Mic Nights gemacht, die man halt so macht. Und in irgendeinem... Was ist das, Michael? Wenn du Open Mic Night ist, da sitzen 20 Comedians, jeder macht seine 7 Minuten und du hast vielleicht noch 3 Zuschauer und man schaut sich gegenseitig an. You know what I'm talking about? Yes. And it's kind of 20 comedians it's not laughing. Yeah. It's gladiator style. Yeah. Yeah, it's gladiator style, but very depressing. Es ist wirklich sehr depressiv, weil da sitzen 20 Kollegen, die alle gerade ihren Text durchgehen, was sie dann auf der Bühne sagen. Du schreibst dich ein auf eine Liste und dann darfst du auftreten. Also jeder, da kann sich jeder anmelden, wir können da alle hingehen und sagen, heute Abend trete ich da auf. Du musst deinen Namen hinschreiben können. Gut. Oder ein X machen, meinte der zu mir. Also, ich mache seinen Namen. Ja, und, und an einem der Abende kam einer der Kollegen, der jungen Kollegen, und sagte, Bill Murray is sitting there in the restaurant. Bill Murray is im Restaurant. Und ich habe ihn angesprochen, weil ich heute, you won't remember, it's 14 years ago. So, irgendein Comedian, der gerade, der war an dem Tag total aufgepumpt, weil er sagt, ich hatte großartigen Sex mit meiner Freundin. Ich bin großartig heute und ich habe Bill Murray angesprochen. Ich bin so lustig und hat gesagt, ich bin ein großer Fan und mache hier Open Mic Night. Würden Sie sich gerne den Auftritt anschauen? Also ich glaube, der Tier... Erinnern Sie sich an diese Geschichte? No. Okay. That's, no. It's the amazing course. Bits and pieces, folks. Bits and pieces. Little, I remember ja, so ein paar Fetzen weiß ich noch. Wann es Tag war und wann es dunkel war, da war helles Licht auf der Bühne und solche Sachen. Später ist mir so ein bisschen verschwommen geworden vor den Augen. Das heißt, er ist dann rausgegangen und als du aufgetreten bist, war er schon weg. Habt ihr euch da noch mal kurz gesprochen? Nein, ich habe noch so, hello, ich war der Nächste. Mr. Murray, I'm a German Comedian. Er hat irgendwas noch zurückgesagt. Also es war so, okay, jetzt kommt noch ein deutscher Comedian. Ich weiß es nicht. Also, und ja, bin dann aufgetreten und war alleine, ohne sie. Ja, also, ja. Ein altes... Aber die haben... Ein altes Trauma, das wir heute hier mal ein bisschen aufarbeiten. Aber die Leute haben gelacht. Ja. Also, I was not prepared for this kind of emotion. Oh my God. Ich war ja für solche emotionalen Auftritte und Höhepunkte gar nicht vorbereitet hier. Sorry. Also, Bill, wenn Sie gleich darüber reden möchten, wir haben einen Therapeuten, auch hier einen Psychologen, jemanden, der Sie gleich hinter den Kulissen noch mal ein bisschen betreuen wird. Wir sollten tatsächlich über einen ernsthaften und auch psychologisch interessanten Vorgang sprechen mit Elisabeth Wehling, die heute unser Gast ist. Und ich habe das schon gesagt, in Berkeley, eine der besten Unis der Welt, in Kalifornien, San Francisco, forscht zum Thema Sprache in der Politik. Wie viele Reden von Donald Trump haben Sie sich bis heute angehört? Haben Sie da noch einen Überblick? Nee, ganz sicher nicht. Es sind viele, viele, viele. Der gesamte Wahlkampf und dann seitdem auch fast alles. Manchmal hat man es einfach, dann kommen die Twitter-Sachen, die sind ein bisschen schneller erfasst, aber ich kann es wirklich, kein Scherz, ich kann es nicht zählen. Und man arbeitet sie sicher nicht nur durch seine Reden, sondern auch durch die gesamten Äußerungen seines Mitarbeiterstabes und dann schaut man, was sagt die Gegenseite. Also ich bin doch sehr gefangen in meinem alltäglichen Leben, in dieser Trump-Geschichte. Ja. Also aus diesem Trump-Ding können wir Sie nicht rausholen. Da sind wir auch nicht schuld dran. Das muss man sagen, Augen auf bei der Berufswahl. Aber auch in Deutschland ist gestern Abend etwas passiert. Da gab es eine Live-Sendung, Wie geht's Deutschland? Und da war unter anderem zu Gast die AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel, die auch schon mal hier in der Sendung war und die dann diese Live-Sendung verlassen hat. Und wir schauen uns mal an, wie es dazu kam, zu diesem Eklat. Und Frau Wehling wird uns mal analysieren, was wir von dieser Situation zu halten haben. Bitte schön. Frau Weidel, Sie sind ja auch Ökonomin. Sie sehen ja auch, dass es offene Stellen, dass es Bedarf an Arbeitskräften gibt. Ist dann ein solcher Ausbildungsbetrieb für Sie, wo dann auch mit Wirtschaftsflüchtlingen, wie die AfD immer gerne sagt, Ausbildung betrieben wird, für Sie überhaupt keine Chance, daran auch etwas zu ändern? Also zunächst einmal ist es ja begrüßenswert, dass es ja doch noch Einzelfälle gibt, die auch integrierbar sind. Denn wenn wir uns die Zahlen anschauen, da spricht ein warmes Bundesinstitut für berufliche Ausbildung. Ja, die Zahlen haben Sie schon häufiger genannt. Das bezog sich auf Arbeitssuchende. Frau Donker, lassen Sie mich endlich ausreden, ansonsten kann ich mir das hier sparen. So, also es ist in der Tat wirklich eine Zumutung, hier zuhören zu müssen.
Also in der Demokratie, so mein Gott. Jemand, der wie Sie austeilt, sich hier hinzustellen und die Mimose zu geben, ist wirklich lächerlich. Und das ist für mich gelingende Integration, wenn Sprache und Eigenengagement passen. Wer der sich nicht einbringen will, der neben uns oder gegen uns leben will. Also soll illegale Einwanderung legalisiert werden, die Tür nach hinten offen. Ja, Frau Weil, Sie, die illegale Einwanderung wollen Sie legalisieren. Machen Sie erst einmal den Zuschauern klar, dass Sie sich von Herrn Gauland und Herrn Höcke distanzieren. Das muss man sich merken. Herr Gauland, Herrn Höcke als die Seele der AfD bezeichnet hat. Für mich ist er einfach ein Rechtsradikaler. Und das ist genau die Abgrenzung zur AfD. Genau die Abgrenzung zur AfD. Das ist dann auch eine eigenartige Diskussionskultur. Könnte aber auch daran liegen, dass... Vielleicht liegt es an den Häppchen, die hinten gereicht werden. Nee, das sicherlich nicht. Aber es könnte natürlich daran liegen, dass das nächste Thema, über das wir sprechen wollen, soziale Gerechtigkeit, vielleicht auch eines ist, bei dem sich dann Frau Weidel nicht so gern engagieren möchte. So, das ist das, was passiert ist. Michael Mittermeier sagt gerade zu Recht, Andreas Scheuer, überraschend, CSU-Generalsekretär, mehr Humor, als wir ihm so zugetraut haben. War eine lustige Bemerkung. Ich traue ihm nicht viel zu, das muss ich sagen. Ja. Wie empfindest du das, Michael, bevor wir gleich Frau Wehling danach fragen? Einfach so als jemand, der das jetzt zum ersten Mal sieht. Ich weiß, dass du das im Vorfeld nicht gesehen hast. Das ist alles Theater. Also ganz ehrlich, auch diese ganzen, dann geht einer mal oder nicht. Also für mich ist es kein Eklat, dann geht sie halt. Dann ist sie weg. Schön. Ich weine nicht, wenn sie geht, wenn ich ehrlich bin. Und ich weiß nicht, was wir so ein Riesen, da reden jetzt tagelang alle drüber, dann machen wir wieder Werbung eigentlich und machen die Märtyrer auf, so, oh mein Gott. Betreiben das Geschäft. Der Punkt ist ja, am Ende des Tages bei ihren Wählern und bei ihren Leuten punktet die gerade wieder wie die Sau. Das ist das Trump'sche Prinzip. Wir erreichen die nicht. Die finden das wieder ganz toll. Die geht, die wurde gebeutelt und geschlagen. Die musste gehen, oh mein Gott. Also das ist großes Theater, also leider Gottes halt auf Polittheater, wo wir ja auch ein bisschen abhängig sind als Bürger eines Landes. Frau Wehling, gespielte Empörung oder echte Empörung, die wir da gesehen haben? Gespielt. Inszeniert, sagen Sie? Ja, inszeniert, denke ich schon. Und es ist natürlich, es ist eine Strategie, sich Aufmerksamkeit zu holen. Es ist natürlich auch eine Strategie gefahren gegen das vermeintliche politische Establishment und die vermeintlichen nicht überparteiischen Medien. Das ist ja eine Kampagne, die läuft schon länger. Aber das Interessante, wie sieht man eigentlich, dass es so gespielt ist? Wenn jemand, wir haben es bei Bosbach gesehen. Bosbach ist ja vor einiger Zeit, saß in der Show und hatte ein unglaubliches... Bei der Kollegin Sandra Maischberger, hat sich unglaublich gerieben. Und dann sieht man richtig, wenn ein Mensch in so einer Situation, wenn einer von uns jetzt richtig angespannt und genervt wird, dann kann man am Körper sehen, dann gibt es immer so wieder versuchte Ausbruchmomente. Da merkst du, der Körper will raus, der will da weg. Das ist die Gestik oder die Mimik. Und irgendwann gipfelt es und man geht. So war das bei Bosbach, das war authentisch. Bei Alice Weidel, sie hat keinerlei Ausbruch, Gestik gezeigt. Mit einmal packt sie ihren Zettel und geht. Das war, wenn man sich die Körpersprache anguckt, so einfach nicht authentisch. Das baut sich auf in der Regel. Also Sie meinen, das war vorher schon angelegt? Mit welchem Ziel? Wir haben so ähnliche Geschichten auch in den USA gesehen, ne? Ja, natürlich. Weil, also die populistische Narrative baut ja darauf, dass die populistische Gruppe, in diesem Fall Alice Weidel und ihre Partei, stehen für den kleinen Mann, für den kleinen Menschen, gegen das vermeintlich korrupte politische Berlin in dem Fall und die Medien, die irgendwie mit den etablierten Politikern gemeinsame Sachen machen. Das Establishment, das ist so das Wort, das mittlerweile jeder einfach so ganz gelassen ausspricht. Ja. Und wenn man dann fragt, was ist denn das eigentlich genau, kommt da relativ wenig. Genau, und man sagt das einfach so allgemein. Und man braucht aber diesen Nährboden, im Populistischen brauchen wir diesen Nährboden von Gut gegen Böse. So, und die Populisten sind eben gut und dem kleinen Mann ganz, ganz ähnlich. Und die da oben sind irgendwie abgehoben und weit weg und haben uns gar nicht mehr im Blick. Und das, genau diese inszenierte Szene, ich denke, sie ist inszeniert, soll dieser Geschichte Futter geben auf die letzten Schritte des Wahlkampfes. 3 Wochen vor der Wahl, einfach um noch mal hochzuholen, was da so an Emotionen zu heben ist. Mhm. So würde ich das einschätzen. Ich weiß noch, wir haben uns damals unterhalten, als es vermeintlich einen Anschlag, ein Attentat auf Donald Trump geben sollte, auch bei einer Kundgebung. Mhm. Und haben Sie auch damals gesagt, es war deutlich zu sehen, das war inszeniert. Woran haben Sie das gesehen? Na, bei dem Trump-Video, das war damals, es waren mehrere Komponenten, aber das eine, das vielleicht zur Erinnerung, da stand jemand wohl im Publikum und hat ein Schild in der Hand. Und mit einmal floh Donald Trump von der Bühne, wurde von seinen Security
Security-Leuten von der Bühne geleitet. Ja, und dieser arme Mann gerissen und so weiter, wurde, ganz theatralisch. Genau, genau so. Und man muss in solchen Momenten, also diese Kognitionsforschung, die wir betreiben, das ist eben auch Forschung über Mimik und Körpersprache. Und es gibt so ganz bestimmte Muskelbewegungen, zum Beispiel, das wissen Sie beide wahrscheinlich sehr gut, bestimmte Muskelbewegungen, die zum Beispiel Überraschung ausdrücken. Oder Angst oder Schreck. Mhm. So, und wenn die wir nicht kontrollieren können, meinen die Sie? Die wir nicht kontrollieren können und die entsprechend authentisch sind. Ganz tolle Forschung gibt es dazu von Paul Ekman, auch ehemals an der UC Berkeley. Der hat das richtig über Kulturen hinweg studiert, wie man an Mikromimik sehen kann, was jemand wirklich fühlt. Also zum Beispiel, können Sie das mal plakativ machen? Ja, zum Beispiel geweitete Augen. Wenn wir einen Schreck bekommen, dann weiten sich die Augen. Das können kleine Bewegungen sein, aber die kann man dann auf so einer Videoanalyse nachvollziehen. Mhm. Findet sie statt oder nicht? Und das, übrigens, diese Technik wird eingesetzt weltweit auch von der Polizei. Da wird auch das wirklich, ich glaube, auch das FBI damit trainiert. Das ist richtig so eine Sache, die wird eingesetzt, um zu erkennen, ist jemand authentisch oder nicht. So. Und, oder anders gesagt, lügt dich jemand an, sozusagen. Ja? Genau. Also passt die Mimik von jemandem zu seinem Verhalten, ja, also zu dem, von dem er behauptet, das gehe gerade in ihm vor. Bill? No, it just occurred to me that we're probably being watched by these same people. Mir ging das gerade so durch den Kopf, dass sie uns jetzt gerade anschauen. Ja, sollen wir nochmal neu anfangen, die Show? Dass wir das uns vergegenwärtigen. Aber dann müssten Sie uns ja auf die Schnelle beibringen, wie wir unser Gesicht einigermaßen unbewegt halten. Ich denke, als Laie, also ich zumindest, würde mir da keine großen Hoffnungen machen. Das ist ganz, ganz interessant. Haben Sie Ihr Gesicht immer in jeder Sekunde im Griff? Wissen Sie immer ganz genau, was in Ihrem Gesicht gerade passiert? Well, also man versucht schon, sich immer so weit wie möglich zu entspannen. Das versuche ich wirklich, cool zu sein und zu wirken. Ich wusste gar nicht, dass man das faken kann. Das war mir bisher nicht klar. Also ich könnte es jetzt trainieren, aber hier vielleicht im Moment nicht. Bin ich aus der falschen Generation? Bin ich zu spät geboren? Aber die Körpersprache zu beobachten, der Körper, ob einer in Form ist, wie er sich bewegt, wenn ein Politiker wirklich schwelgt und sich gut fühlt, dann hört man das auch in der Sprache. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist er verschlossen, auch optisch, auch physisch. Und als Trump diesen Angriff behauptete, hat er gar nicht reagiert und das hilft halt auch nicht. Ja. Michael, wie hast du das gesehen, das Fernsehduell? Ich habe Teile gesehen, also auf voller Länge. Was ist ja nicht wirklich auszuhalten. Und? Ja, Entschuldigung. Also, ja, Sie tun mir wirklich leid. Also, warum nicht? Na, schau dir die Form an. Das hat auch nichts mehr mit irgendwie, wir krümeln jetzt um so einen Moment der Authentizität. Oh, waren Sie in der Kirche? Aber dieser ganze Rest, jede Frage wird irgendwie, und dann fragen mehrere Leute, die sind im Korsett, die dürfen nur das fragen. Lass die aufeinander clashen, einfach. Das wird ja schon so vorbereitet, der Völlige und hier, und das muss ausbalanciert sein. Es langweilt mich zu Tode. Diese ganze Kultur, es muss alles festgeregelt werden, auch bei in den USA, wenn Trump mit Clinton, das war, ich habe mir das angeguckt nachts und ich saß davor und alle wollten immer feiern, wie toll Hillary Clinton jetzt gepunktet hat. Und ich saß immer dann und sag so, ihr habt alle keine Ahnung. Der bespielt seine Leute, der weiß genau, was der da tut. Also selbst wenn er selber nicht geglaubt hat, dass er gewinnt, aber was er nicht hat, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass er am Schluss geglaubt hat, dass er gewinnt, aber der hat seine Leute bespielt und mehr hat ihn nicht interessiert. Und das haben die Leute aber auch irgendwie, das ist ja hier auch so, mit die Journalisten, die merken das gar nicht mehr. Die sind da ja auch schon so, jeder erhebt sich drüber und merkt gar nicht mehr, wir müssen wieder an den Kern kommen. An den Kern, wen erreicht er mit dem, was er sagt? Wir müssen diese Leute erreichen mit einer Message und nicht Kern, nur mit... Ja. Der Kern, über den du gerade sprichst, würde gerne Bill Murray fragen, ist das Geheimnis des Erfolgs von jemandem wie Donald Trump am Ende gewesen, dass der eigentlich sich um politische Korrektheit so gar nicht gekümmert hat, sondern im Wesentlichen, also man kann dem Mann ja vieles nachsagen, finde ich, aber nicht, dass er nicht authentisch oder bei sich wäre, dass er einfach sich selber treu geblieben ist? Well,
Also worauf die Leute reagieren, und Sie haben eine tolle Wahrnehmung von dem, was in Amerika passiert, Michael. Worauf die Leute reagieren, ist seine Weigerung, sich zu beugen angesichts der Medienkritik. Und das hat funktioniert. Das war sicherlich eine sehr scharfe Waffe für ihn, denn er konnte sagen, guck mal, siehst du, die mögen nicht, was ich sage, und mir ist das egal, und die sind mir auch egal. Und je häufiger er das sagte, desto mehr haben die Leute gesagt, gut, alles, was in die Medien kommt, ist falsch. Das ist ja ein neues Phänomen. Vor ein paar Jahren gab es das noch gar nicht. Aber die Welt verändert sich halt. Und die Menschen haben Angst davor, dass die Welt kleiner wird, dass die Syrer plötzlich deine Nachbarn sind, Flüchtlinge deine Nachbarn sind in jedem Land der Welt. Und Make America Great Again, da geht es wirklich darum, Moment, stopp mal, das geht so nicht, das geht uns zu schnell, wir brauchen keine anderen hier, wir wollen auch keine anderen, wir brauchen niemanden hier. Dabei war das ein Land, das entstanden ist durch die Einwanderung, eine Nation von Einwanderern, und plötzlich kommt da einer daher und macht das wie so ein Jongleur und sagt, so müssen wir jetzt nicht mehr sein, das reicht jetzt, wir müssen jetzt keinen mehr reinlassen. Es ist okay. Also jetzt Schluss, Feierabend, und ihr könnt alle gerne mit uns spielen, aber nicht mehr hier. Wir sind Amerika, America alone, Amerika für die Amerikaner. Dieses Zeug bewegt die Herzen der Menschen, die Angst haben, dass ihre alte Welt sich ändert. Und das tut sich schnell in aller Welt, in jedem Land, in Europa. Ihr erlebt das alles, was wir erleben. Einige gehen damit besser um als andere. Ja? Okay. Andere steigen ein, bringen Flüchtlinge rein, lassen die Türen offen, andere knallen die zu und sagen Schluss aus. Und die kämpfen dann in eurem Land, in Frankreich, in Italien. Gibt es interne Konflikte? Was wollen wir tun? Wollen wir das zulassen? Ist bei uns passiert, und eine gewisse Kraft in Amerika hat gesagt, jetzt treten wir voll auf die Bremse und bauen eine Mauer gegen Mexiko. Ist das nicht ein verrückter Gedanke? Ein absolut verrückter Gedanke. Und die Leute applaudieren und glauben, das sollten wir haben, so eine Mauer. Aber das ist reine nackte Angst. Und da spielt einer auf der Tastatur der Ängste. Die Welt verändert sich. Man muss in der Lage sein, mit der Angst umzugehen, damit die Leute verstehen, es gibt wirtschaftlich Möglichkeiten. Wir können alle überleben und auch politisch. Ich würde gerne noch mal einen Gedanken aufnehmen. Wir hatten neulich einen amerikanischen Gast hier in der Sendung, der mir in der Sendung sagte, in Amerika ist es mittlerweile so, den Satz werde ich nie vergessen, er sagte, now everybody hates each other. Das ist unsere neue Kultur. Plötzlich hassen sich alle gegenseitig. Ist das so? Well, that's not true. Nein, das stimmt nicht. Aber es wird immer konträrer, immer konfrontationsorientierter in den letzten Jahren, bei den letzten Wahlen. Man mag es gar nicht glauben, dass Amerika einen Schwarzen, einen Farbigen gewählt hat, vor 8,5 Jahren. Wer hätte das gedacht? Und dieselben, die Trump gewählt haben, viele von denen haben Obama damals gewählt. Irgendwo passt das nicht zusammen. Die haben Obama gewählt und dieselben. Die Menschen in der Mitte, die bestimmen letztlich, wer gewählt wird. Und die haben Obama damals gewählt, weil sie dachten, der wäre eine Chance für den Wandel. Ein aufrechter Typ, jemand, der etwas anders machen könnte. Ich glaube, er hat das Beste gegeben. Er hat nicht viel Glück gehabt. Er war ein Gentleman, hat sich als wahrer Gentleman aufgeführt. 8 Jahre lang. Kein Skandal und gar nichts mit Obama. Das muss man schon sagen. Diese Klamotten, die früher passiert sind in anderen Regierungen. Aber diese Menschen waren vielleicht frustriert, dass sich nichts geändert haben, haben es jetzt mit einem anderen versucht. Wählen wieder den, der die Veränderung verspricht. Und das haben sich bei Clinton nicht versprochen. Und vielleicht bei Trump. Das ist etwas, was wir hier auch beobachten, Frau Wehling. Die Leute sagen, macht das System kaputt. Und auf die Frage, warum machst du das? Einfach, weil wir es können, schlicht und ergreifend. Und was mich zumindest beunruhigt, ist in diesen Tagen, also A, sind es so seltsame Vorgänge. Ich verstehe nicht, ohne dass ich jetzt irgendwas gegen Frau Weidel hätte, aber ich verstehe nicht sozusagen, was das für die politische Debatte bringen soll, wenn man einfach einen Raum verlässt. Versuch doch einfach, deine Argumente ins Ziel zu bringen. Und es gibt ja gute Argumente, die man auch vortragen kann. Ja, vielleicht wurde ihr ja auch in die Hände gespielt.
in die Hände gespielt im Sinne von? Ja, der CSU-Mann zum Beispiel, sie hat ja einen Einwurf gemacht. Sie hat gesagt, er spricht davon, dass es auch gelungene Beispiele für Integration gibt und sagt, das ist doch was. Man kann doch nicht sagen, die sind alle nicht integrierbar. Mhm. Und sie, natürlich, es ist klar, das ist ein inszenierter Krawall, sagt der Richter dazwischen, soll sich illegale Einwanderung lohnen, so in dem Sinne, das sind doch illegale, sollen die dann und so. Und es wäre ja eigentlich richtig gewesen, darauf einzugehen. Da auf dieses Argument einzugehen. Viele von diesen sind gar nicht illegal, weil sie zum Beispiel anerkannte Asylbewerber sind, weil sie ein Recht haben, hier zu sein, weil sie nämlich einen Anspruch haben auf Schutz vor politischer Verfolgung. Das ist das Erste. Und das Zweite, dass man auch sagt, ja, passen Sie auf, manchmal ist es auch so, dass jemand illegal kommt. Es kann trotzdem richtig sein und gut sein und auch vielleicht der richtige Weg, dass man ihn dann trotzdem, wenn das möglich ist, integriert. Das wäre eine vernünftige Antwort gewesen. Das Verständnis sagt, ja, Herr Gauland, Herr Höcke, sagen Sie erstmal, dass es sich von denen, ist doch völlig klar, dass sie das nicht sagen kann. Das weiß doch jeder. Das heißt, im Grunde genommen ist es doch auch totaler Schwachsinn. Das ist von dem CSU-Mann genauso eine Debattenverweigerung wie umgekehrt von ihr. Er hat ja sozusagen klar, dass sie dann sagt, ja, jetzt gehe ich und so. Und dann sagt alle, ja, siehst du, da hat sie nämlich was gesagt und da ist gar nicht drauf eingegangen worden. Deshalb ist sie dann gegangen und die finde ich gut, die ist irgendwie geil, die redet für mich mit. Das heißt, man hat den Einwand, den sie hatte, nicht beantwortet. Nicht ernst genommen sozusagen. Und dann hat man noch nachgetreten und gesagt, ja, die dumme Nuss, gleich geht's um Wirtschaft, da hat sie wahrscheinlich eh keinen Bock drauf. Also im Grunde genommen hat man natürlich genau dieses Spiel gespielt. Das heißt, man hat eine politische Debatte in einer politischen Sendung verweigert. Und das ist das, worauf wir jetzt eigentlich kommen. Wir reden die ganze Zeit über kulturelle Signale. Und wir wissen leider, dass es leider so ist, dass Politik ganz viel auch über kulturelle Signale geht, obwohl es eigentlich nicht wünschenswert ist, weil es nicht im Sinne der Aufklärung ist, weil es nicht im Sinne dessen ist, dass die Leute politisch diskutieren, sondern sie diskutieren darüber, wie ist mir der sympathisch, redet der gut oder stottert der, ist der hässlich oder sieht der gut aus, hat der einen Bart, noch nie wurde ein Mensch Bundeskanzler mit einem Bart, das heißt mit lauter kulturelle Gründe, der sieht scheiße aus, der Anzug sitzt schlecht, die ist ja wohl nicht authentisch. Also im Grunde genommen totale Debattenverweigerung. Dabei ist es doch richtig, über diese Themen zu sprechen. Und diesen Einwand, den sie hatte, den ich für falsch halte, den haben ganz viele Leute. Aber den muss man argumentativ entkräften, meinen Sie? Ja, finde ich auch. Nee, Höcke und Gauland, das ist doch uninteressant. Warum sollte sie sich jetzt in diesem Moment von ihren Parteikumpels da distanzieren? Das gibt überhaupt keinen Sinn. Das heißt, das ist im Grunde genommen ein Fehler von den Leuten, die versuchen, dem was entgegenzusetzen, weil sie es eigentlich nicht tun, weil sie eigentlich eine politische Debatte auch verweigern. Nämlich glauben, sie könnten diese Zahnpasta zurück in die Tube stopfen und das wird nicht funktionieren. Genauso das ist interessant. Werden wir auch bei anderer Gelegenheit noch mal vertiefen, wenn wir die Chance haben. Herzlichen Dank, schön Regner. Und würde gerne Jan Vogler an dem Punkt fragen, der sozusagen schon mal mit einer Mauer konfrontiert war. Wir haben vorhin gerade gehört, in den USA auch diese Spaltung. Und ich zitiere noch mal den Satz dieses Mannes, mit dem ich gesprochen habe. Der sagte, jetzt hassen die sich alle gegenseitig. Das brodelt ja hier auch. Hier passiert ja auch was. Also das heißt, sie haben den Blick auf beide Länder. Sie leben zeitweise in Dresden und zeitweise in New York. Wie muss man sich das vorstellen, so 50-50 oder wie läuft das? Der Hauptwohnsitz ist in New York, wo meine Familie ist. Meine Kinder gehen nur zur Schule und ich lebe auch sehr gerne in New York, weil ich wirklich finde, das war für mich so das perfekte Gegengift nach der DDR-Zeit. Also ich hatte eine sehr glückliche Kindheit in der DDR, aber ich wollte Demokratie lernen. Ich wollte lernen, wie es funktioniert und bin in den 90er Jahren nach Amerika gegangen. Und ich glaube, es war eine gute Zeit, um nach Amerika zu kommen. Ich habe Amerika mal geliebt, weil ich dort zu einem Musikfestival gefahren bin, Ende der 80er Jahre schon, hat sich ein westdeutscher Cellistenkollege für mich sehr eingesetzt, dass ich dort hinkommen konnte als Ostdeutscher. Und in der DDR-Zeit hatte ich das Glück, in einer sehr, sag mal so, in einer der richtigen Familie groß geworden zu sein. Meine Eltern hatten eine riesige Bibliothek mit vielen amerikanischen Autoren, Bill und ich sprechen da oft drüber, mit wahnsinnig viel Musik und wir sind ins Theater gegangen jeden Abend. Also es war natürlich so eine Art geistige Fantasiewelt, in der wir gelebt haben, aber wir wurden gebildet. Deshalb glaube ich auch, wenn ich mich da einmischen darf in diese Diskussion, glaube ich, wir müssen wirklich uns verlassen auf die wenigen Waffen, die wir haben, um diese Konflikte zu lösen. Meiner Ansicht nach ist es wirklich nur Bildung und Kultur. Basta. Warum glaube ich daran? Weil ich glaube, dass in meiner Welt zum Beispiel, in der Musikwelt, in der internationalen Musikwelt sind diese Sachen so durch. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass irgendein Musiker auf mich zukommt und sagt, ja, ich kann das aber nicht tolerieren, dass du eine andere Sexualität hast oder dass du eine andere politische Sicht hast oder dass du, also das ist sozusagen, es gibt bestimmte Dinge, die durch Empathie und durch Bildung, Sensibilität und entwickelt werden können. Und auch das Gefühl für Mitmenschen, das Gefühl dafür, wie man sich, wir haben das in unserer Show mit Huckleberry Finn, wie Huck Finn, obwohl er in den 80er Jahren des
19. Jahrhunderts genau. lebt und eigentlich denkt, er müsste den Sklaven Jim der Obrigkeit ausliefern, was verheerende Folgen für ihn hätte. Und er rettet ihn. Er tut den, ne? es instinktiv ja. richtig und macht sich Vorwürfe. Aber er ist eben eine... Er ist sensibel. Das er, ist ja spürt, das auch, wofür er spürt das. Und ich glaube, ja. dass wir müssen diese, diese Sensibilität durch Bildung und Kultur entwickeln. Und ich sehe das bei Kindern, die zum Beispiel Musik spielen, das möchte ich jetzt nicht aus meiner Welt nur berichten, aber die haben Sensibilität. Und ich glaube, wir können mit, durch Kultur und Bildung, und ich glaube, auch in Deutschland haben wir uns um Kultur und Bildung in den letzten Jahren, das klingt jetzt komisch, wir haben natürlich viel Theater und so weiter, aber Bildung und auch im Fernsehen, wenn ich das sagen darf, nicht in dieser Show, aber insgesamt finde ich, wir haben das Niveau. Wir haben da bestimmt auch unsere Vergehen. Ich ahne, worauf Sie hinaus wollen. Nicht gerade hochgeschraubt. Und das, glaube ich, ist das Problem, dass wir. Ja, das ist auch, um das Thema abzuschließen, ja. auch ein bisschen das Thema von Frau Weidel, ne, was in die Richtung, die Sven Regner ja auch geht. Frau Weidel, finde ich, muss sich nur den Vorwurf meiner Meinung nach gefallen lassen, dass sie die Chance, ihre Argumente anzubringen, nicht genutzt hat. In dem Moment, wo sie so ein Forum das verlässt. Sie auch gar nicht. Sie wollte nicht argumentieren, genau. aber diese Chance die nicht mehr. Das mit und das ihr ist schade. Auch nicht unbedingt. Und das ist das andere Problem. Das heißt, genau. da muss man sich auch in die eigene Nase fassen. Und es ist auch nicht okay. Also es ist etwas problematisch, wenn man jemandem, der gerade geht, dann noch so ein paar rotzige Bemerkungen hinterher schickt. Das ist auch so unangenehmes Nachtreten. Ich komme zu sehr aus dem Neubauer Viertel, um das nicht unfair zu finden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Lass uns jetzt über die schönen Dinge des Lebens sprechen. Würde gerne von Jan Vogler und Bill Murray wissen, wo habt ihr euch kennengelernt? Von Michael haben wir schon gehört, das war dieser sehr erfolgreiche Auftritt in diesem Club in New York. Wie, ja, super. Wie war es bei euch? Phil, you want to answer? Or? We met at the airport. We met downtown Berlin at the airport. Am Berliner Flughafen? An welchem? Am Flughafen in Berlin. Tegel. In Tegel, okay. Yeah. Tegel, okay. Tegel, right? Yeah. Tegel, so heißt er doch, ne? And, I see this fellow carrying a box and I said, excuse me. Er läuft da mit so einem Kasten durch die Gegend. Und da habe ich gesagt, passt das da oben in die Gepäcknetze rein? Und da guckte der mich an. It has its own seat. Und sagt, das hat seinen eigenen Platz gebucht. Hat seinen eigenen Platz in der First Class, den Fensterplatz hat diese Kiste. Und da wurde mir klar, um Gottes Willen, das muss ein ernsthafter, seriöser Musiker sein. Herr Vogler, Ihr Cello. Nur mal kurz fürs Protokoll, ja? Ihr Cello reist First Class immer Fensterplatz, ja? Das muss aus Sicherheitsgründen am Fensterplatz sitzen, weil das ist so, fragen Sie mich jetzt nicht, es wäre eine lange Geschichte. Ja, und dann sitze ich am Gang. Kann rauszukommen, wenn es brennt, ist ja, klar. Genau. Ist klar. Also ich sitze auch lieber am Gang und auf der anderen Seite des Ganges saß Bill. Ja. Und wir haben uns sehr nett unterhalten und ja, maybe you tell the rest of the und story. Und die, nur um das ganz kurz mal fürs Verständnis. Sie haben mal gesagt, dieses Cello, das ist für mich nicht so sehr ein Instrument, das ist eher ein Mensch. Ja, das stimmt. Also das ist natürlich so gut. Das ist ein Werkzeug, das ist im 18. Jahrhundert gebaut in Cremona. Und diese Instrumente sind so gut und so fein justiert, dass ich gut bin, wenn ich so gut bin wie das Cello. Okay. Also wenn ich zuhöre und weiß, was das Cello möchte und das erspüre, dann bin ich schon ganz gut. Das heißt, Sie reisen damit etwas, was ungefähr 300 Jahre alt ist? Oder wie genau. muss man das vorstellen? Ja. Wahnsinn. Und hat einen Gegenwert von? Ja, das ist gar nicht so wichtig. Es hat einen ideellen Wert für die Menschheit, weil es eben doch so ein kultureller Schatz ist, den wir, wie viele kulturelle Schätze in der Welt. Und mir tut es auch weh, wenn irgendwo anders irgendwelche Statuen zerstört werden oder was, weil es einfach doch unser Kulturerbe ist, mit dem wir leben. Und wo Genies vor teilweise hunderten oder tausend von Jahren mal einen guten Einfall hatten und was Tolles gemacht haben. Super. Und dann kam, Bill, wurde die Idee geboren, ihr macht jetzt was zusammen. Ja? Was ist die Idee hinter dem Projekt? Morgen Abend Elbphilharmonie. Übermorgen, was macht ihr da auf der Bühne? Well, we're trying to make this building pay for itself. Wir werden versuchen zu erreichen, dass dieser Laden sich bezahlt macht. Dass der Laden sich bezahlt macht. Er spielt mit einer offenen Cello-Box und ihr könnt Geld reinwerfen. Und wir versuchen da eine kleine Kollekte für das Gebäude. Das heißt, wir schauen mal ganz kurz rein. Wir haben einen kleinen Ausschnitt da. Also Jan Vogler spielt von den Proben übrigens. Ne? Und
Und dazu hören wir was? Was hören wir da? Also was ist die Verbindung? Was ist die Idee, Jan Vogler? Also das Tolle war bei dem Projekt, dass ich festgestellt habe, durch die Freundschaft, dass Bill fantastisch singt. Er singt ja auch in Dschungelbuch, den Bär Baloo. Und ich habe das mit meinen Kindern geschaut, dachte, ah toll, er singt. Das ist natürlich das Bindeglied, was manchmal fehlt, wenn ein Schauspieler liest und ein Musiker spielt. Das zweite Bindeglied ist, dass oftmals das hintereinander passiert. Also der Musiker spielt, der Schauspieler liest. Bill liest fantastisch, aber das alleine würde diese Show nicht zum Fliegen bringen und auch unser CD-Projekt nicht. Und deshalb haben wir, oftmals liest er und wir spielen darunter die Musik. Und was spielt ihr darunter? Musik, die dazu passt. Zum Beispiel zwei große Naturbeschreiber des 19. Jahrhunderts, Fenimore Cooper und Franz Schubert. Und Franz Schubert hat vor allem gegen Ende seines Lebens viel Fenimore Cooper gelesen. Mhm. Und wenn er diese fantastische Landschaftsbeschreibung des unberührten Amerika liest, das gab es ja in Amerika noch im 19. Jahrhundert, dass große Landstriche komplett unberührt von Menschenhand. Ja. Und das hat der Cooper bewundert von so einer Höhe auf dem Berg. Und wenn man darunter Schubert-Trio hört, versteht man, glaube ich, beides noch tiefer einfach. Ja. Also. Es geht, das ist Natur, es geht auch um andere Werte. Bei Bernstein, West Side Story geht es natürlich Amerika, geht es um Immigration. Also es ist nicht ganz zufällig, dass die großen Stimmen der amerikanischen Literatur und Musik zu Wort kommen, die natürlich auch bestimmte Werte vertreten, die wir auch vertreten. Und wir stellen uns eigentlich dahinter und wollen diese Leute zu Wort kommen lassen. Und das aber auf eine auch unterhaltsame Art. Wir haben eine sehr schöne Show gebaut. Und, ja. Kleiner Ausschnitt nur aus den Proben. Wenn Sie Cello spielen, wirklich finde ich Gänsehaut. Und gleich hören wir, wie Bill Murray liest. Bitte schön. I feel pretty. Oh, so pretty. I feel pretty and witty and bright. And I pity any girl who isn't me tonight. I feel charming. Oh, so charming. It's alarming how charming I feel. And so pretty that I hardly can believe I'm real. Bill Murray und Jan Vogler bei der Arbeit. Toll. Michael, wie es heißt ja. Kaspar. Bitte? Na gut, der Bandana. I love it. Ja, modisch ganz weit vorne. Es heißt immer, wenn Bill Murray irgendwo da ist, dann hinterlässt er immer eine Spur Hysterie. Können Sie das bestätigen? Ja, also in Amerika, wenn wir in New York auf die Straße gehen, dann, ich glaube, 80% der Leute kennen ihn. Aber die schönste Geschichte war eigentlich, I hope I can tell this story, als wir einmal mit dem Auto gefahren sind an der East Side und Bill nicht so ganz legal links abgebogen ist. Und dann natürlich in New York sofort die Polizei. Das Blaulicht anging. Das Blaulicht anging und verfolgt hat und dann auch gestoppt hat und dann das Fenster runterging und der Polizist in dem Moment nichts sagte, außer oh, it's you, I love you so much. Und er dann seine Liebe deklarierte. Da habe ich dann gesagt, also ich bin eigentlich keineswegs eifersüchtig auf diese auch Belastung, dass so viele Menschen Bill kennen und immer ansprechen. Aber die Sache mit der Polizei fand angenehm. Ich schon sehr praktisch, ja. Bill, haben Sie irgendwas zu Ihrer Verteidigung zu sagen? My driving defense? My driving? Als Fahrer? I was doing the best I could. Ich habe das Beste gegeben in dem Moment. Ich fuhr da. Also wenn man mit Musikern fahren, die haben keine Ahnung, die lassen sich immer ans Steuer, die können das gar nicht. Die halten ihre Instrumentenkiste so, die können also ein Auto nicht fahren, dann muss ich das machen. Und ich halte es schon für wichtig, dass man schnell ankommt. Das Instrument ist so wertvoll, sein Talent und so weiter, geschützt und sicher. Also da finde ich, die Farbe einer Ampel ist nicht das Wichtigste. Dann winkt man nett und sagt, ich habe dich gesehen, und dann fährt man weiter. Wie ist es denn eigentlich, Bill, wenn man dann mit so überhaupt grundsätzlich die Zusammenarbeit mit einem so korrekten Deutschen dann wahrscheinlich, ist das neu für Sie, auch kulturell? Deutsche halten sich auch an Ampeln zum Beispiel. Oh yeah, they stop it. Ja, die kriegen das fertig. Die laufen auch nicht rüber, wenn rot ist. Ist furchtbar. Ja, ich musste eine Reihe über Bord werfen, eine ganze Menge.
Stuff, also Zeug. Der kommt aus Ost-Berlin. Wir mussten ihm auch einiges beibringen, seine Flexibilität testen, die wir haben in unserer US-Demokratie, auch was Verkehrsregeln angeht, Fußgängerbestimmungen und so weiter. Das ist ein Give and Take, gegenseitiger Respekt, ein Geben und Nehmen. Das Auto respektiert den Fußgänger und umgekehrt. Ja, das geht reihum. Das ist nicht so organisiert, strukturiert. Die Leute wissen das, sie fühlen das auch mal, den Rhythmus manchmal. Das Auto weiß, wann es halten muss. Die Leute, es ist ein Geben und Nehmen, eine gute Zusammenarbeit in New York. Ja, sehr gut. Es gibt diesen schönen Satz von Ihnen, als ich hörte, dass Jan Deutscher ist und mit mir was machen wollte, habe ich gedacht, okay, das mache ich, weil der hat einen Plan und ich liebe es, wenn irgendjemand einen Plan hat. Deutsche haben immer einen Plan, sagen Sie. Well, we have the plan was get the German guy, he does all the work. He really does. Der Plan war, lass den Deutschen die Arbeit machen. Den hatten wir. People say, who's responsible for that? I said, the German guy. Wer ist dafür zuständig? Ich sage immer, der Deutsche, der hat das alles verzapft. Und wer hat den hier ins Amt gebracht, da muss ich sagen, das war ich. So you think you're in charge? Well, also, it's important to think that. Du bist im Steuer? Ah, es ist wichtig, dass man sich das einbilden kann. Nee, er ist der Mann. What you think my body language is when I say I'm in charge? You think I'm Wenn ich sage I'm in charge, sagen wir ein Wort zu meiner Körpersprache. Alles nicht so ganz ernst zu nehmen, aber ganz grundsätzlich, ich meine, da prallen ja wirklich zwei Welten aufeinander. Stimmt es, dass Sie also zum Thema Plan haben? Sie haben nicht mal einen Manager? No, I don't have an agent. No. Nein, ich habe keinen Agenten. Haben Sie ein Telefon mittlerweile? Ein Mobiltelefon? Well, I had to get a telephone in also, ich musste mir eins anschaffen, damit ich mit meinen Söhnen kommunizieren kann. Die gehen zwar nicht ans Telefon, aber dann schreiben sie eine Textnachricht. Also musste ich lernen, wie man sowas buchstabiert. Das war gar nicht so einfach mit so einem Telefon. Aber im Ernst, ich gehe nicht ran ans Telefon. Nee. Das heißt, jemand, der Kontakt zu Bill Murray haben möchte, muss sich wirklich anstrengen, ja? Well, I think it's really about effort, don't you think? I think we could all agree. Anstrengung, kleiner Klimmzug, das ist das richtige Wort. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. You know, if you just introduce yourself and say hello, you've already made an effort. Wenn man kommt und sagt, hallo, hier bin ich, du hast schon eine Anstrengung gemacht. I want to treat you like a person. I want to treat you like a human. Ich will dich als Menschen behandeln, dir entgegentreten, dich respektieren, das anerkennen, ist doch gut. Dann sagt einer, das erwidere ich einfach mal, den Respekt. Und von dort aus geht es dann zusammen los. Jemand anzurufen ist aber doch keine Respektbekundung. Also irgendwie kratzt man einen an, muss man doch sagen, wenn man einen anruft. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten und Formen, eine Kommunikation zu beginnen. Dann zeigt man, ich bin der Ganze, wenn ich spreche, nicht am Telefon, wenn du jemandem in die Augen schaust, nicht wahr? Und dann kommst du nicht mit deiner Tagesordnung, sondern mit der Übereinkunft, dass wir Kollegen sind, Brüder, Schwestern. Und dann läuft das sozusagen auf einer anderen Ebene. Das heißt, schwierig. Das ändert alles sofort, in der Sekunde. Dustin Hoffmann hat mal gesagt, früher oder später passiert es so oder so, dass die Tatsache, dass du berühmt bist, die wird dich verändern. Und es ist ein Gefühl, du wirst verdorben von der Tatsache, dass du berühmt bist. Wie lange hat es bei Ihnen gedauert, bis Sie verdorben waren? Wenn du berühmt wirst, wenn das losgeht, dann ist das zunächst mal eine Droge. Das wirft dich vielleicht aus der Bahn, disorientiert dich, die Leute behandeln dich anders. Vorher warst du der Typ, der die Telefonrechnung und die Miete nicht bezahlen konnte. Jetzt reden sie ganz anders mit dir. Auch die dich kennen, gehen anders um mit dir. Dann braucht es eine Weile, bis du das so einordnen kannst, neue Informationen, neue Eindrücke, neue Frequenzen, die auf dich einwirken. 2 Jahre lang ungefähr geht das den meisten, die anfangen, berühmt zu werden. Deswegen warte ich immer 2 Jahre, bevor ich mir einen Eindruck mache. Und dann wird man das sehen, ob sie das hinkriegen oder nicht. Aber
Ich habe so viele wundervolle Menschen kennengelernt, konnte sehr viele gute Dinge tun, aber dieser 24-Stunden-Job, der dann auf dich zukommt, für den bin ich nicht reif genug. 24 Stunden lang bin ich nicht so gut, wie ich gerne sein möchte. 24 Stunden, wer kann das gleich gut sein? Das packt dich, überrascht dich, überwältigt dich, weil du noch in deiner Traumwelt bist. Dann kommt einer, ey, hör mal, Ghostbusters. Das war ein Tagtraum, lass mich alleine, ich war da voll drin. Du bist für diesen Schock noch nicht bereit, aber das ist nicht jedermanns Sache. Ich kann das auch nicht jedem empfehlen. Ich habe immer gesagt, möchtest du reich und berühmt werden? Versuch erstmal reich zu werden und ob du damit das meiste nicht das erledigt Berühmtsein hast. Berühmtsein ist sozusagen die Nebenwirkung, die man dann besser weg. Empfindest du das auch so, Michael? Ja, berühmt. Also die nicht berühmt sind, sind erleichtert. Du möchtest doch bequem legen, dir leckeres Essen leisten können, die Miete zahlen können, die Telefonrechnung. Aber das reicht doch irgendwo. Nachher wird es komplizierter. Wenn du Erfolg hast im Leben, dann bringt das Leben immer neue Herausforderungen. Wenn du das geschafft hast, dann packen wir noch einen drauf. So ist das im Leben. Sie haben mal gesagt, wenn man irgendwann mal erfahren hat, dass heutzutage jeder von dir sofort ein Selfie will, ein Handyfoto, ein was auch immer, Sie haben eben angefangen zu erzählen, wie das ist, mit ihm unterwegs zu sein, dann sehnt man sich nach der guten alten Zeit zurück, als die Leute nur ein Autogramm von einem wollten. Yeah, I do miss the days of the autograph. Ja, diese Autogrammzeit, die fehlt mir wirklich. Aber das meinte ich ja gerade. Selfies sind noch schlimmer als Handyfotos. Das wird immer schlimmer. Da kommt einer, nimmt dein Telefon und sagt, mach mal ein Bild von mir. Und dann guckst du den an und dann musst du mit seinem Telefon ein Foto machen. Also, falsch rum, andersrum und so weiter, dann muss das nochmal vorwärts, dann geht es wieder los. Ne? Und ein Autogramm, 2 Sekunden, 3 Sekunden, hier hast du es. Und diese Hölle, Telefon, das kann Minuten dauern. Und dann müssen die von dir eins und du von denen eins und es ist fürchterlich. Wir haben gerade, Bill, hier die Bilder gesehen. Erinnern Sie sich an die Zeit, als Sie Ghostbusters, das war ja sozusagen das erste richtig große Ding, als Sie Ghostbusters in New York, war das, glaube ich, ne, gedreht haben? Was war das für eine Situation, wenn da so Typen mit so seltsamen Anzügen plötzlich durch New York laufen? It was great because ach, das war ganz toll. It looked almost real. Das sah doch fast real aus. Guck mal, ganz dicht bei der Wirklichkeit. Und die Leute wussten nicht, wer sind die, was machen die. Und wir konnten machen, was wir wollten. Narrenfreiheit. Sind in die Läden, haben Waren genommen, sagt, wir bringen es nachher wieder, wir gucken mal eben an und so weiter. Der Verkehr stand still. Jeder von uns konnte damals überall hinfahren in den Vereinigten Staaten. Das Auto hält du nicht an, das hält keiner an. Wir konnten fahren, wohin wir wollten, falsche Richtung, in der Einbahnstraße, immer in voller Sicherheit. Diese Uniformen, ich denke, ein paar von uns sollten die immer noch haben. Ich mag euch alle sehr und ihr würdet gut aussehen da drin. Schmeichelnd, macht schlank. Aber die Ghostbusters-Uniform wert. Wie denken Sie, Sie haben mal angefangen, Medizin zu studieren, ne? Ganz ernsthaft. Denken Sie manchmal, was wäre gewesen, wenn ich es einfach zu Ende gebracht hätte? Well, if I had finished my career in medicine, there wouldn't be as many people in the world today. Dann gäbe es nicht mehr so viele Menschen auf der Welt heute, wenn ich als Arzt fertig geworden wäre. Da hätte es eine Beule gegeben in der Kurve. Aber die Mediziner, die das werden wollen, die müssen dauernd studieren, Tag und Nacht, die müssen unheimlich viel lernen. Und also wenn du ein bisschen mehr Spaß haben willst im Leben, damit es sich lohnt, dann bist du da auf dem falschen Dampfer. Ich mag das, was ich mache, sehr gerne. Je mehr Spaß ich habe, desto besser bin ich. Ich weiß nicht, ob das als Arzt so gekommen wäre. Ja. Das weiß ich nicht. Vielleicht hat es mir Spaß gemacht. Welche Rolle spielte Ihr Großvater bei der Berufsfindung? Sie haben gesagt, das war eigentlich mein großes Vorbild. Der hatte diesen ganz besonderen Humor. Who's that? Der Großvater. Oh, my grandfather. Yeah, he was a very interesting fellow. He was a das very smart guy. Das war ein interessanter Typ. Clever. Und he was really funny.
und spaßig. Ich erzähle euch mal, wie er war mit den Enkeln. Der hatte haufenweise Enkel. Und da hat er sein künstliches Gebiss rausgenommen, um denen Angst zu machen. Dachte, das wäre witzig. Aber nach seiner Pensionierung hat er in einem Beerdigungsinstitut gearbeitet. Und dann hat er dort Wache gehalten für die, die keine Freunde hatten. Er war der einzige der Gast, der da saß. Und dann kam die Witwe und dann hat er sich als Freund des Verstorbenen ausgegeben und hat mit der Witwe gesprochen, ist mit ihr über den Friedhof, dann haben die geredet und der hat den Leuten geholfen, sich besser zu fühlen. Der hatte ein Riesenherz, aber auch die Fähigkeit, mit jedem zu reden. Und ich habe immer gedacht, so möchte ich mal enden, in einem solchen Beruf. Ich glaube, ich könnte das ganz gut machen. Das würde ich mir zutrauen. Das wäre so das Familiengeschäft. Super Geschichte. Ja, aber Melancholie und Komik, quasi beides drin ist, was er ja so im Grunde genommen so par excellence beherrscht. Michael, zum Schluss an dich die Frage, wie hysterisch warst du, als du hörtest, dass Bill Murray heute hierher kommt? Ich weiß, du verehrst diesen Mann wirklich total. Ja, warum? Ich habe einen Schrein daheim, wo ich halt dann jeden Tag zweimal zum Beten gehe und Mr. Wankman. Ich wurde angerufen, es war sehr kurzfristig und ich war so, ja, ist klar, Bill Murray. Bill Murray kommt, willst du auch kommen? Yes, of course. Man ist natürlich erstmal, man glaubt, das ist halt so ein Deadpan-Joke und ich bin hier, weil es ist großartig. Also das ist auch die Energie zu spüren und natürlich zu sehen, ist er auch so. Weil er natürlich die ganzen Personen, die Figuren, die er gespielt hat, in all den Filmen, die man geliebt hat, weil sie auch immer diesen Ding zur Melancholie hatten. Oder auch in den späteren Filmen Broken Flowers. Das ist super one Film, of my favorite. Broken Flowers, super. One of my favorite scenes ever in Zombieland. Also wo eine meiner liebsten Szenen in Zombieland. Nicht viele haben das gesehen. Ich liebe Zombiefilme und er ist in einem, das ist großartig. Nur wegen it's the greatest zombie movie of all. Das ist der größte Zombiefilm aller Zeiten. Ist das denn? Er spielt sich selbst und lebt nicht so lange, wie er gerne leben möchte. Es ist großartig, aber das. Welches ist die Szene? Ist das Broken Flowers, wo er an der Bar sitzt und auf der anderen Seite sitzen vier Frauen, drei davon deutlich ältere Damen, so ein Kaffeekränzchen und daneben eine wirklich junge, sehr, sehr hübsche Frau und er sagt darüber Hi und es antwortet eine alte Dame Hi und er sagt nicht du. Ist das in Broken Flowers? Das ist Broken Flowers. No, that was in Kingpin. Ah, okay. Nee, das war nicht. Das war nicht in Broken Flowers. Das ist mir sehr schwer gefallen. Das war improvisiert und die Frau, der stach das ins Herz. Es sollte ein Witz sein. Und dann haben wir uns in den Arm genommen. Ich dachte, das war ein Witz. Ich war gerade mal da der böse Bursche. And she said hi. I said no, not you. Und sie sagt hi und nicht du. Furchtbar. You had your hair made like you can tell this line. So also, Hollywood heute bei uns. Bedankt mich sehr, sehr herzlich bei Bill Murray und bei Jan Vogler und auch bei Michael Mittermeier, der spontan gesagt hat, ich komme heute hier dazu. Vielen Dank, Michael. Danke euch sehr herzlich. Übermorgen in der Elbphilharmonie. Das wird ein großes Ding. Sven Regner ist bei uns, der sich schon ein bisschen eingebracht hat und dem ich gleich zu Beginn kurz gratulieren muss. Sie sind, ich habe das eingangs gesagt, nominiert für den Deutschen Buchpreis, ja? Nein, ich bin... Oder ist das eine falsche mein Information? Mein Buch ist auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Da gibt es noch mal eine Shortlist. Okay. Und dann gibt es den Gewinner. Also, es ist schon eine Art von Nominierung dann sozusagen. Also die haben Sie auf dem Radar, Sie haben völlig recht, ja, das ist schon wahr. Das ist irgendeine Art von Nominierung, ja. Finde ich ganz gut. Wie würden Sie, Sven, Bill Murray erklären, worum es in Ihrem neuen Buch Die Wiener Straße geht? Das sind so Freaks Anfang der 80er Jahre, die alle zusammenziehen müssen in so eine Wohnung über so einer Kneipe und die versuchen, der eine arbeitet da schon, die andere versucht da einen Job zu bekommen und das sind alles so Künstlerleute und die machen eine Menge Scheiß. Okay, das ist
im Grunde eigentlich der Plot. Das ist eigentlich Nein, die Geschichte. Nein, der Plot ist komplizierter, aber das würde zu weit führen. Richtig. Ich musste selber den Vorjahr aufschreiben. Das ist das erste Buch, wo ich tatsächlich den ganzen Plot vorher auch relativ detailliert aufgeschrieben habe, um das, um nicht völlig nicht durcheinander zu kommen. Ja, ja, weil ich komme auch leicht in Tüdel. Und wenn man erstmal in diesem Rausch ist, diese ganzen Sachen aufzuschreiben und ins Detail zu gehen, dann wird man leicht nervös, wenn man das nicht irgendwo vielleicht doch mal notiert hat. In dem Fall musste das so sein. Okay. Im Grunde genommen doch nicht. Es ist Quatsch. Es stimmt. Am Ende, die bauen eine Menge Scheiß. Das ist der ganze Punkt. So, das kann man einfach mal so stehen lassen. Ist auf jeden Fall ein rasant gut geschriebenes Buch. Der erste Satz ist sehr kurz, der zweite ist so lang, dass er direkt den kompletten Rest der Seite einnimmt und auch noch auf die zweite Seite rübergeht. Da bin ich dann leicht durcheinander gekommen, aber ein tolles Buch, das Ihnen da gelungen ist. Da war aber ein schmutziger Trick auch. Ich habe einfach ab und zu statt einen Punkt ein Komma gemacht. Ich hätte auch einen Punkt machen können. Das stimmt. Das habe ich oft gedacht. Ja. Es war so, dass es mir öfter passiert bei meinem Roman, dass die, wenn die Leute ins Denken kommen, also wenn im Denken vom Höchstchen auf Stöckchen, was Arno Schmidt das längere Gedankenspiel nennt, das also einfach rattert im Gehirn. Das Gehirn ist ja ein System von Bremsen, hat mir Jakob Heim mal erzählt, die Motoren laufen dauernd und die Bremsen bremsen das nur ab. Und wenn die losgelassen sind, dann rattert das. Und so ist das in dem Fall bei Erwin Kechele. Und da konnte ich diesen Punkt einfach nicht setzen. Ich fand das unmenschlich. Ich dachte, das geht ja einfach immer, wie man das ja von seinen Gedanken kennt, das geht ja einfach immer weiter. Ja. Und das war irgendwie toll. Also wenn man das liest, dann hört man sie sozusagen rattern. Also das Gefühl hatte ich ja, auch. Ja, man muss sich darauf einlassen. Das ist auch nicht jedermanns Sache. Manche sagen auch, nee, dann nach diesem Satz steige ich aus. Das ist mir einfach jetzt zu... Nee, mir hat der Spaß gemacht. Ist das wichtig, dass man ein Gefühl für diesen Rhythmus bekommt, dass jemand also auch in seinen Gedanken einfach so weiter und weiter und weiter will und nicht aufhören kann. Richtig. Sie sind Musiker und Schriftsteller und sagen, ich finde die Literaturindustrie deutlich nuttiger als die Musikindustrie. Zweiteilige Frage, wie nuttig ist Musik und wie nuttig ist Literatur? Ja, ich meine, das ist immer, weil ich ja als Rockmusiker, mir ist aufgefallen, als Rockmusiker wird mal bei Interviews von vornherein geduzt und bei Asiderat immer gesiezt. Das ist irgendwie... Das war's dran. Und dann wird immer gesagt, ja, und wie ist das denn jetzt so hier in der Hochkultur und so? Und dann habe ich das mal gesagt. Und da steckt auch was dahinter, was zum Beispiel auffällig ist, was in der Musikindustrie, also für Musiker, gerade auch für Rock- und Popmusiker, und gerade auch für Popmusiker, extremes No-No ist sich bei sich zu Hause fotografieren zu lassen, interviewen zu lassen. Oder das macht so Home-Stories und so macht man nicht. Never Home-Story, never ever. Schlecht fürs Image, ja. Genau, und in Literatur völlig normal. Da fahren Sie zu Günter Grass nach Hause, dann liest er Ihnen noch an seinem Schreibpult was vor. Und Sie können im Garten filmen und Sie können im Badezimmer filmen. Es ist egal. Und das ist... Jetzt, wo Sie Günter Grass sagen, tauchen da so Bilder auf. Das ist, Bill Murray nickt. Das ist vor mir nie jemandem aufgefallen. All diese Literaten, alle an ihrem Schreibtisch. Hier schreibe ich meine Bücher und so. Das ist Wahnsinn. Was da preisgegeben wird. Ja. Und das liegt vielleicht daran, dass natürlich Schriftsteller immer auch sowas seltsam Junkerhaftes haben. Also die Scholle, das Bauernhaus auf dem Lande, der Ort, wo später der Kulturverein stehen wird, ist völlig klar. Ne? Bargfeld und so. Da wird später der Kulturverein sein, weil da hat er sich niedergelassen. Hier hat er diese Bücher geschrieben. Das hat sowas mit am Ort zu tun. Als Musiker hat man das eigentlich gar nicht. Ne? Also, man baut sozusagen schon am eigenen Denkmal. Ja, während, also hier war der Übungsraum von den Rolling Stones. Das interessiert keine Sau. Und auch zu Recht nicht, wie ich finde, weil das eigentlich total egal ist. Ja. Ja. Okay, also wir lernen, Schriftsteller sind mutig, Musiker... Was mit Comedians? Ich finde auch ein schöner Vergleich, aber es ist tatsächlich in Deutschland, wenn du sagst, du bist Autor, dann, wirklich, sind Autor, sind Bücher geschrieben. Und so. Aber wenn du sagst, ja, ich bin Komiker, dann ist das anders. Also, dann hast du eine andere Reaktion. Also, ja, der Komiker ist ja auch kein Autor. Es ist nun mal so. Ja, deswegen werde ich mit du angesprochen. Ja, genau. Das ist ja mein Problem. Jetzt bin ich nicht mal so cool wie ein Rockmusiker. Ich bin ein völliger Aussätziger. Da muss man dann durch. Nein, das Problem ist, da war es noch ein anderes. Und das ist ein Problem, was eigentlich in der Regel weniger Musiker noch Autoren haben. Ja. Aber natürlich Fernsehkomiker vor allem. Dass man nämlich in dem Moment, wo man im Fernsehen ist, gehört man jedem. Das ist der Unterschied.
Also wenn ich von jemandem auf der Straße erkannt werde, in der Regel, nicht in der nächsten Woche. In der nächsten Woche, ich war bei Lanz, alles klar, hallo, ich habe dich im Fernsehen gesehen. Aber wenn ich danach oder davor auf die Straße gehe und jemand erkennt mich und sagt, hey, du bist doch Sven Regner, dann hat er entweder ein Buch von mir gelesen oder der hat irgendwie, kennt Element of Crime und war schon mal auf einem Konzert und so. Ja. Und das heißt, der findet das toll, was ich mache, der respektiert das, der gehört dazu, der hat auch Respekt und Distanz. Wenn man aber im Fernsehen ist, kennt einen jede Sau. Und dann sagen, und denen gehört man auch, die sagen, hey, du warst doch im Fernsehen gewesen, fand ich scheiße, was du, dann alles mies, aber deine Witze sind schlecht, aber gibst du mal ein Autogramm. Ja. Das heißt, der Witz ist ja, dass das Fernsehen Prominenz schafft, ja, die völlig entäußert ist von dem, was man wirklich tut. Aber es kommt drauf an, Herr Regner. Ja, aber es sind zwei Gruppen. Ja, es kommt drauf an, wirklich. Also es gibt die Gruppe, wie er sagt, die wirklich kommt, hey, du bist im Fernsehen. Und dann machst du die Selfies halt hochkant und quer. Nein, ich meine das auch nicht negativ, weil die Leute haben ja auch recht. Man war ja auch im Fernsehen und man ist ja auch selber schuld. Was ich nur sagen will, ist, Fernsehen ist sowas, wo man dann wirklich jedem gehört. Also unabhängig von dem, was man tut. Prominenz ist ja sowas, ich sehe mich zum Beispiel nicht als prominent, ich bin nicht gesichtsbekannt. Ja, das ist ein ganz merkwürdiger Begriff. Die Gesichtsbekanntheit, das ist ein ganz großes Problem. Also, man ist eigentlich Gesichtsvermieter. Der war schon mal bei mir, ne, zu Hause, der war auf diesem Bildschirm. In dem Moment ist der sozusagen Teil meiner Welt. Ich kenne den doch. Das stimmt, aber da gibt es trotzdem... Aber muss dann die zweite Gruppe der Leute sind natürlich, wenn ich einen Fernsehauftritt mache mit einem Stand-up, ist das mein geschriebenes Buch. Das heißt, ich mache eine lustige Nummer, die sehen mich, wie jetzt einer schreibt und das ist mein Ding. Natürlich kennen mich dann auch andere Leute. Ich habe den Respekt der Welt, das ist kein Problem. Also ich finde das auch super. Aber das mit dem Rock'n'Roll und dem Duzen und dem Literatur und dem Siezen, ja, das ist ein ähnlicher Effekt. Also wir halten fest, Sven Regner ist Schriftsteller geworden, damit er in Sendungen wie dieser gesiezt wird. Das können wir einfach mal so festhalten, ja? Ja. Nee. Doch. Aber das mit dem Fernsehen, Sven, ja? Nicht wirklich. Tatsächlich ist es eher so, dass man natürlich als Musiker, das ist eigentlich auch ganz angenehm, in der Regel gar nicht in Talkshows eingeladen wird, außer als musikalischer Gast. Ja, was immer schon weniger gibt. Ja, das wird man gemacht. Und das ist auch, finde ich, auch, das ist natürlich auch das für den Musiker das Tollste eigentlich, weil man einfach nur seine Musik spielt, das macht man halt, das kann man halt, da ist man zu Hause und dann geht man einfach wieder weg. Das ist wunderbar. Ja. Aber das mit dem die Fernsehen, was sie auch viel erklären und so. Ja. Das mit dem Fernsehen, mit dem Siezen und Duzen und so, das ist wirklich ein interessanter Punkt, aber ich habe festgestellt, das hat auch geografische Gründe. Also je nachdem, wo man ist. Also in Hamburg wirst du immer gesiezt auf der Straße. In München wird man direkt geduzt. Und nur in Köln gibt es Duzen mit Anfassen. Das ist so. Die Kölner sind so, die sind ganz direkt. Die Erfahrung hast du gemacht? Ja, okay. Das ist so. Ja, genau. Also mich haben die Leute nicht in Köln passiert ja auch, dass die Blumenfrau von der anderen Seite der Straße rüberschreit und sagt, hör mal, du siehst aber lecker aus. Das passiert nur in Köln. Aber Körpersprache, was man rausgibt, kriegt man zurück, ja, oder? Ist so. Das ist ja ich mag das. Also ich leide darunter nicht. Es hält sich, mein Leid hält sich in überschaubaren Grenzen. Sven Regner ist in Bremen Neue Fahr Süd aufgewachsen. Zum Teil in der Neuen Fahr Süd und zum Teil im Block Diek. Aber beides liegt in Bremen-Ost. Bremen-Ost, ja. Okay. Was ist das? Also was muss man Menschen erklären, die das nicht wissen? Das ist im Neubauviertel. Was ist das? Im Neubauviertel. Neubauviertel. Nicht Altbau, sondern Neubau. Neubau, ja. Neue Heimat. Ja. Also, Gewoba hieß es erst, dann hieß es Neue Heimat. Dann hieß es wieder Gewoba irgendwann. Und was hat dann dazu geführt, dass Sie damals in den Kommunistischen Jugendbund eingetreten sind und dort Sekretär waren? Ich war 15 und ich war so drauf. Ja. Wie muss man drauf sein, Sie waren Kommunist, ja? Oder waren ja, klar. Sie? Ja. Kann man sagen. Aber Sie sagen, da haben wir auch Sachen gemacht damals, auf die bin ich heute im Nachhinein nicht stolz. Ich bin überhaupt damit auf die ganze so Sache nicht stolz. Ich werde gar nicht so gerne darauf angesprochen, sage ich ganz ehrlich. Deswegen mache ich es. Genau. Das ist eine starke investigative Leistung. Nein, das ist die Tatsache. Ich bin 1980 aus dem Kommunistischen Bund Westdeutschland wieder ausgetreten. Mhm. Und das war dann auch höchste Zeit. Und ich glaube, das war die Zeit einfach auch, ohne dass ich das damit entschuldigen will. Ich war 5. Ja. Aber es ist auch so, Gott sei Dank hat man nichts wirklich Böses getan. Oder nein. So. Aber man war irgendwie nur auf eine Weise ein Freak, aber irgendwie auch nicht, weil es irgendwie auch Teil vom Zeitgeist war. Ja. Seltsam. Ja, es gibt doch diesen alten Spruch, wer mit 20 kein Kommunist ist, der hat kein Herz. Und wer es mit 40 immer noch ist, hat kein Gehirn. Nein, aber das bei Ihnen Entschuldigung, so? Also die ganze Sache mit der Diktatur des Proletariats und der
des Geldsammelns für den Befreiungskampf in Kambodscha und so, das hat auch nichts mit Herz zu tun. Also das ist auch nicht schön. Sie haben wirklich Geld für die Runde Khmer gesammelt, ja? Ja, klar. Und wenn man in dem Alter, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist natürlich extrem herzlos. Aber es ist tatsächlich so, 15, 16, 17-Jährige können auch extrem herzlos sein. Ja, und das ist man, da ist man formbar. Lieber, es findet auf so einer ideologisch allgemeinen Ebene statt, als wenn es dann tatsächlich praktisch stattfindet. Aber wenn Sie sozusagen so kommunistisch unterwegs waren, warum sind Sie dann zur Bundeswehr gegangen? Ja, gerade drum, weil wir natürlich da politisch arbeiten wollten. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen. Schöne Idee. Also Sie waren sozusagen das trojanische Pferd, ja? Selbstverständlich. Das erste sozialistische trojanische Pferd. Die erste Woche war ich bei den Fernmeldern. Da muss die MAD-Meldung durchgegangen sein. Und dann war ich bei den Pionieren. Das sind die mit dem Spaten. Ja. Nicht? Also das ist, so war das halt. Und wie lange sind Sie da geblieben? Ein halbes Jahr, dann habe ich verweigert. Ich bin dann ausgetreten aus dem KPB, habe ich den Kriegsdienst verweigert und ich bin durchgekommen. Wie haben Sie das gemacht? Weil wenn man erst mal da ist, kann man dann nicht mehr sagen, ich kann keine Waffen sehen, weil dann kriege ich irgendwie Ausschlag. Genau, oder so. Das ist, wie soll ich sagen, das Grundgesetz, es ist ein Grundrecht, das man jederzeit wahrnehmen kann. Okay, und das haben Sie gemacht? Ja, natürlich. Man muss aber natürlich dann diese Verhandlung bestehen. Das war schon ein bisschen wie eine Aufnahmeprüfung bei der Schauspielschule. Und das muss man auch erst mal schaffen. Also, weil man musste damals überzeugen, dass man wirklich das gar nicht kann und so ein Mega-Pazifist ist und so. Und das war natürlich schon sehr unangenehm. Aber ich wollte da einfach weg, weil das war schon eine sehr unglückliche Zeit. Und die Wehrpflicht schafft schon eine Menge Unfreiheit. Und man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich bin froh, dass es das im Augenblick nicht geben muss. Ja. So, und dann sind Sie nach Berlin. Und darüber gibt es einen schönen Satz. Ich habe die 80er Jahre weitestgehend im Dunkeln verbracht. Was hatten Sie gegen Tageslicht oder was war das mit dieser Lichtallergie? Naja, man steht spät auf und dann geht man spät ins Bett und dann ist es meistens dunkel. Das ist relativ simpel. Natürlich, ich meine, ich kam 82 nach Berlin wegen einer Frau eigentlich, aber ich hatte eine Trompete dabei und ich konnte überall mitspielen. Das war eine ganz tolle Sache. Das war die Stadt war voller Kunst, von vorne bis hinten und oben und überall Kunst und Musik und wir machten allen Kram, den man sich vorstellen kann. Und man wurde dauernd angerufen. Wir spielen in 2 Stunden da und da, willst du mitspielen? Wir proben gleich noch mal kurz und so. Und das war Wahnsinn. Das war eine ganz... Und als Trompeter war man wahrscheinlich sehr nachgefragt, oder? Gitarrist? Das war die große Zeit von so funky Musik. Also Bläsersätze waren wahnsinnig beliebt. Ja. Und alle konnten Saxophon spielen und niemand konnte Trompete spielen. Und Sie waren der Trompeter? Ich war der Typ mit der Trompete. Also ich konnte quasi, ich und Juri von Flucht nach vorn, wir waren die beiden Typen mit der Trompete. Wir konnten uns das wirklich aussuchen. Das war super. Kriegt man mit der Trompete auch die Mädels ab oder ist das nur so, dass das die Sänger nur kriegen? Das kann ich Ihnen nicht so sagen. Das kann ich nicht so sagen. Ist ja auch eine Antwort. Ich hatte ja eine Freundin. Also diese Seite des Rock'n'Roll wird überschätzt. Sag ich ganz ehrlich. Die wird überschätzt. Ja. Ist das so, ja? Ich hatte immer das Gefühl, oder? Trompeterszene. In der Trompeterszene wird die überschätzt. Ja. Ich glaube, dass Mick Jagger die Geschichte anders erzählt. Ja. Aber das nur am Rande. Und was ich irre finde, weil Sie vorhin gerade sagten, große investigative Leistung. Wir haben noch mehr. Sie sind mit Ihrer Trompete dann bei Aspekte aufgetreten. Und zwar mit Zatopek. Ne? Mit Zatopek, das war meine erste Band. Das war ja das Tolle. Ich kam nach Berlin, 2 Wochen später war ich in dieser Band. Die hatten einen Plattenvertrag. Wir nahmen gleich die Platte auf, da in der Bundesallee in diesem Studio. Dann kamen die gleich raus bei der Polydor. Ich bekam noch mal Bargeld vom Verlag. War Wahnsinn. Tolle Zeit. So, und wir gucken mal kurz rein. Und Sie an der Trompete, ist wirklich ein unvergessliches Zeitdokument. Bitte schön. Volker Panzer entdeckte für Sie die vielversprechende Funkrock-Gruppe Zatopek. Super. Nein, darf ich nicht.
Wir haben uns in der Redaktionskonferenz die ganze Zeit gefragt, zwei Sachen. A, wie wird Jan Vogler darauf reagieren, auf diese musikalische Meisterleistung? Und wer war die blonde Frau da vorne? Das war Dorothee Gerke, das war die Sängerin. Die hat aber nie gesungen. Die hat, doch, aber die hat also ohne Worte gesungen. Meistens. Ohne Worte. Das waren die 80er Jahre, da ging das. Das war eine sehr unspießige Zeit, man muss es wirklich so sagen. Lässig war das. Es war sehr lässig. Ja, gefällt mir, wirklich, super. 85 dann Element of Crime gegründet. Ja. Was war die Hoffnung, dass man damit davon endlich mal leben kann? Ich mag die Texte, die Sie da gemacht haben. Die Hoffnung haben. War, dass ich da singen darf. Dass Sie singen, ja. Ja, weil das war die erste Band, wo ich singen durfte. Mhm. Ich wollte richtige Lieder spielen. Das wurde immer krachiger, die ganze Geschichte. Ja. Und wir spielten immer schrägeres Zeug. Also egal, wo man eingeladen wurde. Wir hatten dann so eine andere Band, Neue Liebe. Wahnsinnig schräge Musik. Und irgendwann dachte ich, ich möchte einfach richtige Songs schreiben. Ja. Und mit den Leuten. Und dann spielen wir richtige Melodien. Und dann würde ich die auch gerne singen. Hatten Sie auch so Auftritte, wo sozusagen auf der Bühne mehr Leute standen, als unten im Publikum Zuschauer waren? Oh ja, auf jeden Fall. Also deshalb hatte ich auch keine Zeit, in diese anderen Sachen, diese Open-Mic-Geschichten zu gehen, weil ich musste selber solche Auftritte machen, wo nur drei Leute im Publikum waren und fünf auf der Bühne. Ja, klar, das gab's. Und man hat auch Konzerte gemacht, wo man sogar darauf hinarbeitete, den Saal leer zu spielen, weil das auf eine Weise, die haben einen genervt, die Leute und so. Ja. Und das war... Das ist schon eine tolle... Das kenne ich auch. Ja, das ist, kenn ich auch. Ich habe mit meinem Bruder früher oft Musik gemacht zusammen. Ja. Und wenn wir wollten, dass jetzt endlich Schluss ist, weil wir waren müde und wollten nach Hause, haben wir einfach ganz viele Flipper-Songs hintereinander gespielt. Sowas zum Beispiel. Oder war gut, wenn da junges Publikum war, die waren nicht so Flippers-addicted, wie wir heutzutage sind. Ja, es gab auch so Tourneen, die waren einfach unglücklich. Da hatten wir mit den Subtones zusammen, die machten so Mod-Musik. Und da waren dann so in Kiel so 50 Mods da. Und dann kamen wir zuerst auf die Bühne und die haben uns einfach nur gehasst. Das war einfach so Hass, 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 Hass. Das war so unfassbar, was einem so einem Hass dann so entgegenschwallt. Und man weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll. Und wir haben dann einfach unseren Kram gespielt, meistens mit dem Rücken, weil man das einfach nicht aushielt. Mit dem Rücken zum Publikum. Blicke, das war Wahnsinn. Es war ja nicht so, dass jetzt Leute sagen, wir lachen nicht oder wir sind gelangweilt. Ja. Nein, die haben uns einfach richtig gehasst, weil wir standen zwischen ihnen und der Band, die sie eigentlich hören wollten, nämlich den Subtones. Oh Mann. Oder bei Grönemeyer, wir waren 92 bei Grönemeyer Vorgruppe mit Element of Crime damals. Da gab es die Band schon 7 Jahre. Und beim ersten, ich werde es nie vergessen, das war so Stadionkonzerte. Und das war wirklich toll, weil der Herbert hat das ganz toll gemacht. Und so. Und wir gingen also raus und die Leute hielten alle so ihre Karten hoch. Und ich dachte, Mann, das ist aber irgendwie auch eine coole Ansage irgendwie. Das sieht ja irgendwie toll aus. Und hab mich gar nicht kapiert, was sie meinten war, dass eben auf diesen Karten Grönemeyer stand. Und damit wollten sie sagen, wir sind hier wegen Grönemeyer, ihr Arschlöcher, und nicht wegen dir. Ja. Ja? Oder nicht wegen euch. Und das nur ganz zum Schluss und ganz kurz. 2001, der große Durchbruch mit Herr Lehmann. 1,7 Millionen Mal verkauft. Haben Sie gedacht, das funktioniert, als Sie das geschrieben haben? War Ihnen klar, da gelingt mir gerade ein Hit? Nein, das kann man nicht sagen, weil Hit ja auch keine weder eine literarische noch eine musikalische Kategorie ist, sondern eine gesellschaftliche. Ja. Und da kommen Sachen zusammen, auf die man keinen Einfluss hat. Dass man gerade in dem Moment mit dem richtigen Ding am Start ist und dann die richtigen Dinge passieren, um das nach vorne zu bringen, das kann man nicht steuern. Das ist ja das Drama der Kulturindustrie, dass man sowas eben nicht steuern kann. Das stimmt. Und, ich kann damit leben. Also. Welche Rolle spielt in dem Zusammenhang das literarische Quartett Marcel Reich-Ranicki? Ja, das war natürlich so ein Sechser im Lotto, vor allen Dingen, weil das umstritten war. Weil die Iris Radisch das Buch ja schlecht fand. Genau. Und die anderen beiden fanden gut. Und, geht so. Ich sag, Medium fanden die das. Wir hören noch mal ganz kurz rein. Also der Helmut Karasek hat das Buch da reingebracht. Und der war ein ganz großer, dem bin ich auch am dankbarsten, weil das war ein ganz großer Kämpfer für dieses Buch. Genau. Und dem habe ich sehr viel zu verdanken. So, wir haben genau den Ausschnitt, in dem Marcel Reich-Ranicki das beschreibt. Hör mal kurz rein. Nun, ich muss offen sagen, das Buch ist vorgeschlagen worden für das Quartett vom Kollegen Karasek. Und ich habe das zwar so, ohne es gelesen zu haben, habe ich gesagt, gut, wenn der Karasek es unbedingt will, einverstanden. Dann habe ich es gelesen, 50, 60, 70 Seiten, habe mir gedacht, um Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich will das nicht lesen, das ist ein lächerliches Niveau, es ist ein Geschwätz und dergleichen. Dann ist mir nach Seite 100 etwas passiert, was mich völlig, völlig irritiert hat. Nämlich hat angefangen, schallend zu lachen. Und
um Kortners Wort zu variieren, ich lache niemals unter meinem Niveau. Wenn ich so gelacht habe, ist was dran. Der Mann hat Humor. Der Mann hat Humor. Das ist... Muss die Frage nur der Vollständigkeit halber zum Schluss noch stellen. Was ist auf Seite 106 passiert? Ich weiß es nicht. Ja, auch egal. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war natürlich, das war so ein Glücksfall, den ich meine. Ja. Warum Erfolg letztendlich eben keine literarische oder musikalische oder künstlerische Qualität sein kann, oder Hit, ja, also in dem Sinne, sondern eben sowas wie eine gesellschaftliche Kategorie. Da sind ein paar Sachen zusammengekommen. Was ist Ihnen dann passiert, abschließend gefragt? Na, das Buch hat sich dann sehr gut verkauft. 1,7 Millionen Mal. Ja, das ist jetzt auch nur eine Zahl. Also ich weiß, da waren dann die meisten auch Taschenbücher, da wurde das verfilmt und so, was man halt so macht. Aber das ist im Grunde genommen eine seltsame Sache, weil ich damit tatsächlich nicht gerechnet habe. Ich habe gedacht, naja, zur Not kriege ich da aufs Maul, aber dann trotzdem wird das irgendwie ja einen Effekt haben. Ja. Also, ich kann das ganz schwer einordnen. Ist doch eine angenehme... das ist einfach so ein Glücksfall. Manchmal denke ich, vielleicht hat das einfach nur gemacht, weil die Iris Radisch so dagegen war. Ja. Also, das rede ich schon selber so, ja. Aber ich habe das nur gemacht, weil die Iris Radisch dagegen war und hat sich gedacht, ach, der wische ich jetzt eins aus. Jetzt sage ich mal, dass das Buch toll ist. Nein, aber das Körpersprache zu ehrlich. Ich glaube tatsächlicherweise, dass du das so lange erforscht hast, glaube ich, Humor, weiß ich nicht und so. Aber irgendwann, wenn es nicht mehr geht, wenn er sagt, ich muss halt lachen, weil es auch gut ist oder ehrlich ist, weil es ja ein sehr ehrliches Buch, ein sehr eben aus Und ich glaube, irgendwann, wenn es nicht mehr geht und du lachst, dann musst du ja auch zugeben, ja, eben irgendwas hat das. Also, und das nehme ich dann mal so hin. Ja. Es gibt hier eine ganze Trilogie und die Wiener Straße ist nochmal sozusagen jetzt eine Untergeschichte davon. Ein großartiges Buch. Man muss es nur durch den zweiten Satz schaffen, den mit dem vielen Kommata. Dann hat man es gepackt. Danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Sven Regner, der heute unser Gast war. Herzlichen Dank für den Besuch in der Sendung. Wir danken mich genauso herzlich bei Elisabeth Wehling, die uns heute erläutert hat, was da im politischen Fernsehen gerade passiert. Wir bedanken uns sehr, sehr herzlich bei Michael Mittermeier, der sich heute die Zeit genommen hat, zu uns zu kommen. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei Jan Vogler und bei Bill Murray, die heute unsere Gäste waren, übermorgen in der Elbphilharmonie. Viel Spaß hier in Hamburg und ganz herzlichen Dank für den Besuch in der Sendung. Wir sind morgen wieder für Sie da, wenn Sie mögen. Bis dahin. Danke.